Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe dem Herrn Ellerbrock versprochen, auch zu diesem Antrag mich zu bemühen, mich auf diesen Antrag zu beziehen und sachlich zu bleiben, obwohl es mir, muss ich gestehen, bei dem Thema ein wenig schwer gefallen ist, weil ich glaube, dass Sie als FDP-Fraktion die Sorgen, die die Menschen haben, um bezahlbaren Wohnraum nicht ernst genug nehmen. Und zum Kollegen Hausmann. Wir waren ja, und das hatte Kollegin Philipp auch gesagt, in der Schweiz und wir haben uns dort auch Wohnungen angeschaut. Und zwar ging es da um auch ein Projekt im Bereich des bezahlten Wohnungsbaus. Und da war Energieeinsparung und auch andere Dinge, rollstuhlgerecht, barrierefrei, überhaupt kein Thema, weil es war, es ist selbstverständlich, dass in der Schweiz so gebaut wird und auch bei uns sind diese Standards in dieser Größenordnung auch sinnvoll und richtig. Und ich denke mir, diese Beispiele haben dort in der Schweiz gezeigt, dass man auch sowohl kostengünstig bauen kann, aber auch unter Einhaltung ausreichender Energie Standards im Bereich Energie, aber auch im Bereich der Barrierefreiheit. Ich will noch mal darauf zurückkommen und die Aussage der Kollegin Philipps noch mal unterstreichen. Diese Mietpreisbremseneinführung hatte keine negativen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeiten und sie sind nicht erkennbar. Und eine zeitlich befristete Mietpreisbremse ist gerechtfertigt dann, wenn sie so ausgestaltet wird, dass sie die Anreize für den Wohnungsbau nicht beschneidet. Und genau diesen Aspekt wurde mit der Einführung der Mietpreisbremse Rechnung getragen. Und der Neubau und umfassende Modernisierung wurden ausgenommen, extra ausgenommen, um Investitionsanreize in den Wohnungsbau zu erhalten. Und seit Jahren sind die privaten Investoren mit einem Drittel, Herr Kollege Ellerbrock, mit einem Drittel die stärkste Investorengruppe im geförderten Wohnungsbau. Und Ihre Behauptung, dass Investitionen von privaten Investoren unerschlossen blieben für den geförderten Wohnungsbau, ist nicht zutreffend. Und für uns ist es eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, ob sich jede Frau und jeder Mann eine Wohnung in den Ballungszentren von Köln, Münster oder Düsseldorf leisten kann. Ja, und bis zur Schaffung von ausreichendem Wohnungsbau ist die Mietbegrenzungsverordnung ein notwendiges Instrument. Und sicherlich doch dieses Ziel ist noch lange nicht erreicht und daher müssen wir die Diskussion um die Wirksamkeit der Instrumente weiterführen. Und ein Außerkraftsetzen, wie die FDP nun fordert, wird aber für keinen Investitionsschub sorgen, sondern lediglich zu weniger Schutz für Mieterinnen und Mieter führen. Und vor dem Hintergrund, dass die Baupreise in Nordrhein-Westfalen im Bundesvergleich niedrig sind und darauf hebt ja auch der Antrag ab, den die FDP vorgelegt hat, macht es keinen Sinn zu behaupten, Nordrhein-Westfalen sei ein Hochsteuerland. Ja, der geltende Grunderwerbssteuersatz in Nordrhein-Westfalen muss im Zusammenhang gesetzt werden mit dem Baupreisindex. Und der Baupreisindex ist extrem niedrig und außerdem beziehungsweise ist niedriger als im Durchschnitt der Bundesländer. Und die extrem niedrigen Kapitalmarktzinsen kompensieren die gestiegenen Steuern um ein Vielfaches. Und die Anreize, die durch das Wohnungsbaumförderprogramm des Landes gesetzt werden, muss ich hier nicht noch einmal darlegen. Das ist auch schon oft genug im Ausschuss diskutiert worden, hier im Plenum diskutiert worden. Und ich will zum Schluss noch mal eingehen auf die Anspielung, die dieser Antrag erhält, auf die anstehende Novelle der Landesbauordnung. Und es ist eine für mich eindimensionale Zuspitzung auf rollstuhlgerechte Wohnungen. Und auch hier haben Sie vielleicht das etwas zu einseitig gesehen. Denn merken Sie sich vielleicht, barrierefrei ist nicht gleich rollstuhlgerecht. Ja, auch Mütter und Väter mit Kinderwagen oder ältere Menschen mit Gehhilfen sind angewiesen auf barrierefreien Wohnraum. Und ich denke schon, dass gerade bei der älter werdenden Bevölkerung dieses auch im Wohnungsbaurecht, diesem auch im Wohnungsbau Rechnung zu tragen ist. Frau Kollegin, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Ellerbrock zulassen? Ich möchte zu Ende kommen.
Wir werden uns mit der vorgeschlagenen Regelung differenzierter auseinandersetzen, sicherlich, um auch hier zu guten Lösungen zu kommen. Wir werden die Baukosten im Blick haben, auch in der Auseinandersetzung mit ihm. Aber inhaltlich ist dieser vorliegende Antrag für mich abzulehnen auch. Aber ich bin gespannt auf die Diskussion im Ausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Wenn Sie so nett wären, noch einen Augenblick vorne zu bleiben, denn die FDP-Fraktion hat gerade eine Kurzintervention von Herrn Kollegen Ellerbrock angemeldet und der bekommt jetzt für 90 Sekunden das Wort. Der hat das Mikrofon von Herrn Höhne genommen. Ich höre gerade, er hat das andere Mikrofon jetzt von Herrn Höhne, weil er seins schon kaputt gepustet hat. Also, dann. Bitte nicht pusten, Herr Kollege. Bitte kein Funktionstest. Sonst funktioniert das gleich auch nicht mehr. Also. Eins, ja, dann. Frau Kollegin, damit eins völlig klar ist, ich glaube, keiner in diesem Hause möchte Behinderten oder mobilitätseingeschränkten Menschen einen angemessenen Wohnraum erschweren oder versagen. Ich glaube, das wollen wir mal festhalten. Zweitens, umgekehrt gesagt, wir wollen das alles, dass das möglich ist. Ich war zwar nicht mit in der Schweiz, leider, aber ich war in Wien mit dem Ausschuss. Und die österreichische Wohnungswirtschaft hat im Zusammenhang mit Barriere- und rollstuhlgerechten Wohnungen dort ausführlich dargelegt, dass es nicht darum geht, flächendeckend solche Wohnungen anzubieten, sondern ein bedarfsgerechtes Angebot zu machen. Und dem würden wir uns auch nicht verweigern. Aber pauschal zu sagen, ab 6 Wohnungen eine barriere- oder rollstuhlfreie Wohnung, gerechte Wohnung und ab 15 Wohneinheiten mindestens 2, das geht am Bedarf vorbei. Die Landesregierung selbst hat ja mehrfach gesagt, wir kennen den Bedarf selbst nicht. Das müssen wir erst mal rausfinden. Aber pauschal landesweit das zu sagen, das ist der völlig falsche Weg. Das bitte ich Sie nur mal bei Ihren Wortbeiträgen demnächst, ob Sie das mit in Ihre Überlegungen einbeziehen können. Das ist die Frage. Danke. Ja, sicherlich werden wir genau über diesen Punkt noch diskutieren im Ausschuss. Da ist es ja auch, da gehört es ja auch hin. Ich habe nur auch in Gesprächen mit der Wohnungswirtschaft oder auch jetzt durch Besuche, auch den Besuch in der Schweiz, festgestellt, dass es durchaus Sinn macht, von vornherein gewisse Vorkehrungen zu treffen, bereits bei der Erstellung des Rohbaus, damit man hinterher keine teuren Arten von Umbauten hat. Das, denke ich mir, ist aber eine fachliche Diskussion, die man auch mit dem Kollegen Hausmann dann zu führen hat. Und ich denke mir, da können wir dann sachlich das Ganze nochmal erörtern und werden dann auch gemeinsam zu einer vernünftigen Lösung bzw. zu einem Ergebnis kommen. Ich bin aber sicher, dass man es von vornherein festlegen muss, weil es für mich Sinn macht, zum Beispiel Türbreiten, Zugänge und so weiter, auch die Ideen, die woanders auch umgesetzt werden, grundsätzlich auch schon so zu bauen, dass man modular auch Grenzen verschieben kann und so weiter. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, die man auch vortrefflich noch diskutieren kann. Und deshalb freue ich mich auf die Debatte mit Ihnen und den anderen Kolleginnen und Kollegen und herzlichen Dank.